Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Was sollten wir nochmal machen? Ach genau, Jobs, ne? Wir hatten Jobs, glaube ich. Und rausgesucht, die Wasserfallhöhle, genau. Um 4, 5, 6, waren wir schon einkaufen etc.? Ich glaube nicht, ne? Nee. Dann würde ich sagen, nein, ich will nicht lagern. Moment, wir haben nichts auf dem Konto. Oh, dann haben wir, glaube ich, unser Geld gar nicht wieder abgelegt. Oh, okay. Dim, 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 dim. Ja, die gilt. Ja, ist okay. Ich glaube, wir nehmen den Belebersamen mit, ja. Definitiv. Ist auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Dann gucken wir nochmal drüben bei dem anderen nach, was der so für uns herben wird. Hey, ne? Was hast du denn so? Aeroas. Wäre eine ganz geile Attacke eigentlich. Ich glaube sogar Riolu kann die erlernen. Ich bin mir da gar nicht sicher, aber ich glaube schon. Oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann das gespeichert. Das nehmen wir mal mit. Zwei Belebersamen können auch weg. Die Sinelbeeren behalten wir mal. Den großen Apfel können wir wegpacken und das Spiralband. Und dann gucken wir mal, vielleicht rekrutieren wir ja ein Quapsel. Endlich. Wow, okay. Ja, es laggt gerade ein wenig. Liegt wahrscheinlich daran, ich habe nämlich, ein paar Einstellungen umgestellt. Beim Aufnahmeprogramm. Wenn das über die Party hinweg zu sehr laggt, dann stelle ich das wieder um. Dann haben wir das nur in diesem Part, diese Lags, diese Lag-Probleme, was auch immer. Aber ja, ich dachte mal so, ein bisschen was umstellen, vielleicht hilft das ja. Aber wie es aussieht, eher nicht so. Moment. 5 und wir haben, nein, nicht Taktik, IQ, 6. Das heißt, Dragon kriegt das Gelb-Gummi. Na, leider noch keine... Kein weiterer IQ-Punkt dazu gekommen. Haben wir Tackle fixiert oder Absorber? Oh, komm, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Nice, Level 12. Schön. Leider noch keine neue Attacke. Leider noch keine neue Attacke. Übrigens, falls ich hier heute ein bisschen wirres Zeug rede, tue ich ja sonst auch schon, aber noch mehr als sonst, und noch weniger reden kann als sonst, liegt das daran, dass es einfach mal Statusprüfer, cool. 20 vor 8 ist morgens. Und ja, ich habe noch nicht gepennt. Ich konnte einfach nicht pennen. Und ich bin ziemlich müde. Ziemlich sehr übermüdet. Und ja, dann, wenn ich übermüdet bin, laber ich immer komplett Müll. Ist das dein Ernst, Quapsel? Komm. Okay. 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 Ach, danke. Zack. Nein, schade, kein Quapsel. Mann, ich will gerne einen Quapsel als Teampartner haben. Vorerst. Ich weiß nicht, ob wir dann auf Knacklion umswitchen werden oder Quapsel behalten werden. Ich bin mir da echt nicht sicher. Gucken wir auf jeden Fall mal. Ja, Schmerbe muss ich jetzt nicht bekämpfen. Das kann gerne... Ah, haben will. Komm, Quapsel. Nein, Quapsel. Ah. Vielleicht sollten wir... Ganove. Batz. Starre Lilly. Das Problem ist, wir sind... Okay, hat sich erledigt. Ich wollte gerade sagen, das Problem ist, wir sind Pflanze und Kampf. Das heißt, Starre Lilly könnte uns ziemlich viel Damage zufügen. Aber... Ja, dazu kam es leider nicht. Und ich chille jetzt auf der Ebene und warte, dass ein Quapsel hier kommt. Damit wir das ins Team rekrutieren können. Kein Anton. Komm schon. Irgendwo muss hier doch ein Quapsel sein. Quapsel. Ich weiß, dass du es willst. Oh lol, hi. Hall? Ja, hi. Ihr merkt schon. Meine Sprache ist weg heute. Glaube ich. Ja, Gehweier möchte ins Team. Klar, nehmen wir auf. Hatten wir Gehweier? Ne, wir haben Tangela aufgenommen, ne? Genau. Team, Geweiher. Zurück zu Gilde. Jo. Geweiher geht zurück.
Felino, hi. Hier ist nichts, okay. Kein Quapsel. Manu. Ich will doch nur ein Quapsel. Ein liebes, tolles Quapsel. Quapsel? Geweiher. Ah. Leck mich. Ha, ah. Danke. Ja, noch ein Geweiher. Wenn jetzt noch ein Geweiher ins Team will, dann nehmen wir definitiv nicht auf. Ich würde sagen, hier setzen wir gegen Corazon gerne mal einen Absorber ein. Macht um einiges mehr Damage als Tackle. Weil Stein und Wasser ist das liebe Corazon, ja. Und dadurch, ja, machen wir doppelt, also insgesamt viermal so viel Schaden. Ah, scheiße. Komm. Es ist Schreck zurück, okay. Nice, okay, wir haben es besiegt. Ha, schön, schön, schön. Ich dachte schon. Es ist aus mit einem von uns. Komm schon, Quapsel. Quapsel. Ich weiß, dass du hier bist. Irgendwo. Oder ist es nur auf U2? Quapsel! Hallo! Nein! Slimer. Komm schon, Quapsel. Ich will noch einen Quapsel bekämpfen. Quapsel, komm schon. Hier war gerade ein Felino. Da ist es. Das ist der Kleinkiesel. Ja, nice. Komm schon. Ich will einen Quapsel. Nein, kein Felino. Mann, Felino, du bist langweilig. Hey, Felino. Klar. Okay, ich nehme das mit langweilig zurück, aber du gehst jetzt erstmal zurück zur Gilde. Zurück zur Gilde. Ja. Denn ich will ein Quapsel. Quapsel. Oh, kein Lototzel. Obwohl so ein Lototzel auch ziemlich cool ist. Aber ja, was soll's. Komm schon, hier muss doch irgendwo ein Quapsel sein. Irgendwo. Nicht Tangela. Tangela haben wir schon im Team. Quapsel. Chill jetzt und warte, bis ein Quapsel vorbeikommt. Das ist ein Tangela. Gut, dass wir einen Apfel dabei haben. Kommt hier kein Quapsel? Komm schon. Apfel. Essen. Komm, ich suche jetzt nochmal kurz. Einmal ein Quapsel. Ein Welser? Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. So ein Welser ist ganz cool eigentlich, aber ich bin da eher weiterhin auf Quapsel aus. Aber ich glaube, ja, Geweiher. Toll. Quapsel, komm schon. Welser. Lototzel. Ey. Dein Ernst? Schmerbe. Dein Ernst? Schmerbe. Haben wir Schmerbe schon? Ich glaube, wir haben Schmerbe noch nicht. Schmerbe, zurück zur Gilde. Jopp. Wir haben schon mal einige an Team, einige Teampartner eigentlich schon bekommen, ne? So ein paar. Ein paar viele eigentlich. Eine recht gute Anzahl. Nur aus diesem Dungeon halt. Ist ziemlich cool. Hallo, Geweiher. Ich glaube, wir haben kein Glück mehr mit Quapsel, Leute. Würde ich sagen, gehen wir weiter und bekämpfen den letzten Schurken. Ist das denn ernst? Nicht dein Ernst! Oh, lol. Oh. Echt jetzt? Slimer, hi. Okay, wir müssen auch gleich raus aus dem Dungeon. Denn wir haben halt keine AP mehr für unsere Attacken. Schöner Ruckzucki. Nice. Da ist ein Item. Oh, ein Blaugummi.
Ja, Dragon braucht endlich mal eine neue IQ-Fähigkeit. Durch die Flora-Gummis, die wir bisher gefunden haben, sind wir dem lieben Dragon 2 voraus. Wow. Ich weiß nicht, ob wir Lothurn... Ich bin der Meinung, wir haben Lothurn schon aufgenommen, oder? Oder irre ich mich da jetzt? Ich habe Angst. Dein Ernst? Ach komm, aus dem Dungeon haben wir gleich ab. Ja. Ich bin nämlich vergiftet und dann... Ja, ist es ein bisschen doof. Ich weiß gar nicht, wie weit ging die Wasserfallhöhle? Shit. Wir müssen den kompletten Dungeon jetzt beenden. Dadurch, dass wir... Ach komm. Mach ich halt so. Zack. Zack. Besiegt. Nur mit Kleinkiesel. Nice. Oh, schön, Apfel. Ein Apfel ist gut. Falls wir gleich wieder Hunger bekommen werden. So wie jetzt. Ich glaube, jetzt kommen auch keine Quapsel mehr. Ich glaube, unsere Quapsel-Chance haben wir vertan. Manu. Level 13. Nice Dragon. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, würde ich jetzt mal behaupten. U8, okay. War das auf U9? Quapsel! Quapsel! Nein, auf mit dem... Nee. Mach halt nochmal Hypnose, okay. Batz! Komm, Quapsel! Nein, Quapsel, du enttäuscht mich! Wir haben noch so gut gegen dich gekämpft. Der Kampf war so toll, ich habe sogar geschlafen während des Kampfes. Okay, warte, das ist eigentlich nicht so gut, oder? Hm, egal. Hallo, Welser. Und Level 13. Und Rasierblatt, nice. Rasierblatt ist richtig schön. Rasierblatt ist eine richtig, richtig coole Attacke. Enton nehmen wir auf. Enton haben wir, glaube ich, noch nicht im Team, nein. Sollte mir eine Liste machen. Sollte mir eine Liste machen, ja. Auf jeden Fall. Zack. Geweiher, ich besiegt. Das ist ein Felino. Kein Quapsel. Ihr habt Charalili gefangen. Nehmt dieses Item als eure Belohnung. Persimband. Nimmt dieses. Okay. Tarnsteine. Ah. Noch ein Item. Blitz. Wow. Und 30 Jakunde-Rangpunkte. Schön. Corazon gefangen, genau. Goldgummi, okay. Azurgummi, auch nicht schlecht. Heilsam, ah. Es geht. Heilsam ist jetzt nicht so geil. Ich habe mir ein cooleres Item irgendwie vorgestellt. Ja, ich mache jetzt... Nicht, das Kabuto will ich nicht nochmal fangen. Zumindest nicht nur noch mal versuchen zu fangen. Ich war... Es ist nervig, dass das Pokémon abhaut und dann... Wir sollten auch etwas schlafen, morgen ich darf wieder super machen. Ja, genau. Ja. Das ist abhaut zur Treppe. Wir kommen halt nicht hinterher. Aufgestanden ab, dafür ist es morgen. Guten Morgen, okay. Ja, ich möchte speichern. Tim. Yo. Spiel ist einfach mal tausendmal so langsam wie vorher. Wow. Ich bin begeistert. Nice. Dim. Drittens, mit einem Lachen werden wir es machen. Okay, Pokémon, Zeit, um die Arbeit zu gehen. Hurra! Nee, ihr zwei. Oh, ich glaube, wir müssen wieder Wache schieben. Ja. Tut mir leid, aber ich habe heute etwas anderes zu erledigen. Bitte übernehmt heute wieder meinen Wachdienst. Tschüss. Ja, machen wir. In Ordnung, los geht's. Wie lange hast du das schon mal gemacht, oder? Ihr wisst also, ja, kein Trick. Gut, dann an die Arbeit. Lars macht die Sache gut. Ja, machen wir. Easy. Ja, erstmal. Hier kommt das Pokémon. Prüfe seinen Fußabdruck und sag es mir. Das ist Panflam. Schluck Stärkungskaffee. Das ist Muntier. Okay, Schluck Stärkungskaffee. Kann prüfe, Fußabdruck.
Oh verdammt, das ist Vulpix. Nice. Oh Gott, das ist Igelava. Scheiße, wir haben einen Balken verloren, leider. Aber es ist okay. Ist okay. Hier kommt dein Pokémon, prüfe seinen Fußabdruck. Wie Brava. Oder? Nice. 7251 Punkte, das ist gar nicht mal schlecht. Oh Gott, Manfaxo, Luxio, Manfaxo. Ist so ein fetter Fußabdruck, ich meine Manfaxo, ne? Nice. 10.000! Sorry, Verschwendungs. Danke, Doki Dragon. Dragon Doki, das ist gut. Genug! Komm wieder her! Okay. Ihr habt einen Chucky! Reglich arbeitet euch! Lasst mich euren Wachdienst bewerten! Eure Ergebnisse waren. Nun ja, perfekt! Geil! Nice! Oh ja, das war beeindruckend. Ja, ihr habt ihr bisherige Eiskorb geschlagen. Nice. Hervorragend. Wir haben es geschafft. Euer Einsatz wird ganz bestimmt belohnt werden. Die Belohnung wird auch ganz besonders ausfallen. Ihr zwei verdient eine besonders großzügige Belohnung. Als Belohnung für einen perfekt erledigten Job erhält das Team von Doki 400 Poke... Oh, wow. Pills of Nicht nur das. Belebersam, das ist gut, das ist richtig gut. Aber es ist noch nicht alles. Ein Top-Elixier auch noch, ist auch nicht schlecht. Finde ich auch auf jeden Fall in Ordnung. Ist das wirklich in Ordnung, so reich dich belohnt zu werden? Ja, ich glaube für einen perfekten Job, ja doch schon. Mach weiter so, ihr zwei. Jo, machen wir auf jeden Fall. Das war schön, das war nice. Das war sehr nice. Stopp, Schling, Schmatz, Schlapper, Schlürf. 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 Dass ich das noch sagen kann, obwohl ich so müde bin. Heilige Kacke. Ich bin begeistert von mir. Auf jeden Fall. Wir sollen auch etwas schlafen. Machen wir aus dem morgigen Tag wieder einen guten Tag, Doki. Gute Nacht. Jo, machen wir. Der nächste Morgen. Aufgestanden habt, dafür ist es morgen. Guten Morgen, Doki. Morgen, Dragon. Speichern. Das Speichern ist immer so mega lange, ne? Das ist echt, echt, echt anstrengend. Tim. Tim. Ah, danke. Alles klar, alles herhört. Ich habe eine Neuigkeit zu melden, bevor wir unsere Arbeit beginnen. Lasst mich unsere neuen Verbündeten vorstellen. Verbündete, gibt es einfach neue Lehrlinge? Oh, Donnerwitz, was das für Pokémon sind, oi. Hey, ja, höre bitte. Oh nein. Was rief dir so? Hey, das stinkt da vergammelt Käse. Oh ja, voll ja, aber was für ein übler Gestank das ist. Och nicht, Team, och nein. Team Übel heißen die, glaube ich, ne? Die sind das... Oh nein. Diese drei Pokémon sind unsere neuen Partner. Ich bin Smogon. Ich bin Superman. Superman ist mein Name. Freue mich sehr. Wie habe ich den nochmal gesprochen? Totenkopf, genau. Typ Übel war ja bei Mystery Dungeon Rot, ne? Oh. Ich bin der Anführer von Team Totenkopf. Ich bin Skuntank. Merkt euch das. Vor allem ihr zwei. Tja, tja, tja. Wie, ihr kennt euch bereits? Das erleichtert einiges. Diese drei fangen hier nicht als Lehrlinge an. Sie werden nur Sie werden zur Expedition mitkommen, um uns zu unterstützen. Was? Wieso bist du so schockiert? Lautergeier, das hat nichts mehr zu bedeuten. Diese Pokémon überreagiert bei jeder Kleinigkeit. Tja. Also gut. Wie auch immer, der Gildenmeister hat seine Entscheidung getroffen. Er hat entschieden, dass wir stärker sind, wenn dieses Trio uns auf der Expedition begleitet. Allerdings wäre es unmöglich, die Teamarbeit zu koordinieren, wenn wir sofort mit der Zusammenarbeit beginnen. Deshalb habe ich beschlossen, dass die drei einige Tage bei uns wohnen werden. Es wird zwar nur für eine Weile sein, aber ich bitte euch alle, unsere Gäste freundlich zu empfangen. Okay. Mein Blogger sagt nicht, dass die Sache stinkt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Wie geht? Wer hält den Gildenmeister das aus? Wie hält der Gildenmeister das aus? Oh, oh, ich hoffe, diese Expedition ist bald vorbei. Jawohl, ja, ja. Nun gut, Pokémon, machen wir uns an die Arbeit. Hurra. Was war das denn? Wo bleibt denn, wo bleibt euer Enthusiasmus? Das soll wohl ein Scherz sein. Die Sache stinkt. Wie sollen wir gut gelaunt sein, wenn... Ja, was? Lou. Lou? Nein, der Gildenmeister, seine Wut baut sich auf. Es wird sich entsetzlich sein, wenn der Gildenmeister wütend wird. Ihr alle kommt schon, seid gut gelaunt, selbst wenn es weh tut. Nur gut, Pokémon, machen wir uns an die Arbeit. Uah! Das war knapp. Das war knapp. Tja, 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 es war mir eine große Freude. Okay. Bah, irgendwas, den kommt mir jedenfalls verdächtig vor. Ich weiß nicht, was sie im Schilde führen. Wir sollten besser vorsichtig sein, Doki. Na, ihr zwei. Ihr kümmert euch heute um die Jobs an den Unfallbrettern, verstanden? Wir zählen auf euch. Machen wir. Ich guck mal nach dem Stachelberg und ich hoffe, dass wir noch irgendwie... Wasserhöhle, Wasserfallhöhle finden, genau. Das ist super. Oh, verdammt, warte mal. Können keine mehr mitnehmen. Was machen wir dann weg? Wir machen die C-Mission vom Stachelberg weg, um in der Wasserhöhle noch, Wasserfallhöhle noch eine Mission zu machen. Das ist eine A-Mission sogar. Oh, nice. Irgendwie so voll der Showdown von zwischen den beiden. Und in der linken Ecke Team Totenkopf mit dem Anführer Skuntank. Und in der rechten Ecke das Team Komisch aus der Gilde mit dem Anführer Sunflora. Wer wird diesen Kampf gewinnen? Ich weiß es nicht. Aber das erfahren wir auch erst in der nächsten Folge. Denn wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut schön da rein.